Ja, es ist die Woche der Notenbanksitzungen. In Europa haben heute schon die Schweiz, Norwegen und Schweden über den weiteren Zinskurs entschieden. Am Nachmittag folgt dann noch Großbritannien. In den USA kam die Entscheidung gestern Abend schon. Dort hat die US-Notenbank Fed beschlossen, den Leitzins diesmal nicht anzurühren und ihn auf dem Niveau von 5,25 bis 5,50% zu belassen. Damit bleibt der Leitzins in den USA auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren. Mit der Entscheidung hatte man hier an der Börse schon gerechnet. Für Verwunderung sorgten allerdings die Aussagen von Notenbankchef Powell. Er hatte nach der Sitzung direkt deutlich gemacht, dass es beim Leitzins noch Luft nach oben gebe und dass man weitere Zinsschritte im kommenden Jahr nicht ausschließt. Die Inflation sei noch immer zu hoch. Im August lag die Inflationsrate bei 3,7%. Das Ziel der Währungshüter liegt allerdings bei 2%. Die Fed hält also an ihrem strikten Kurs fest, was hier am deutschen Aktienmarkt nicht besonders gut ankommt. Der DAX ist mit Verlusten in den Tag gestartet. Die Aussicht, dass die Geldpolitik in den USA weiterhin straffer ausfallen könnte, stärkt den US-Dollar. Ein stärkerer US-Dollar heißt für uns wiederum, dass zum Beispiel Rohöl teurer wird, weil der Rohstoff eben überwiegend in Dollar gehandelt wird. Die Entscheidung der Fed hat also weitreichende Auswirkungen auch für uns hier in Deutschland.